CF Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung. Willkommen zu unserem CF Podcast Genau mein Fall. Mein Name ist Michel Kaminski und in diesem Podcast spreche ich gemeinsam mit meinem Kollegen Reinhard Fischer über interessante Urteile aus der Welt des gewerblichen Rechtsschutzes. Das ein oder andere gewerbliche Schutzrecht war ja nun schon mittlerweile Thema in diesem Podcast. Wie sieht es denn heute in, wenn ich richtig mitgezählt habe, Folge 7 aus? Worum soll es denn heute gehen, Reinhard? Ja, ich habe tatsächlich heute wieder einen Markenfall mitgebracht. Ach, okay. Das heißt, kein neues gewerbliches Schutzrecht. Okay. Und ich habe den ausgesucht, weil das ein besonders sommerlicher Fall ist und auch ein aktueller Fall. Passt in die Sommerpause ans Ende der Sommerpause. Ans Ende der Sommerpause, genau. Und in die heißen Temperaturen, die wir letzte Woche und jetzt vor allen Dingen diese Woche wieder kriegen werden. Und passt auch ganz gut, weil ich heute auch den ersten Tag nach einem kurzen Urlaub wieder da bin. Auch in meinem Urlaub hat eigentlich die Ware, die mit dieser Marke bezeichnet wird, tatsächlich auch eine Rolle gespielt. Okay. Also eigentlich fast in jedem Sommerurlaub spielt das eine Rolle. Okay. Und du hast mir heute nichts mitgebracht? Ich habe dir heute nichts mitgebracht. Nein. Okay. Aber genau, es geht mal wieder um eine Marke, die eingetragen wurde und um die Frage, ob die Marke denn eigentlich löschungsreif ist. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht, wir hatten schon mal so einen Fall. In der Tat, ja. Das war, frag mich nicht nach der, das war die Mallorca-Marke. Die genau. Party, wie hieß sie? Malle. Malle hieß sie, einfach nur Malle hieß sie. Ja, Malle stimmt. Hieß die Marke, genau. So einfach war es, ja. Und der Fall ist tatsächlich in einer gewissen Weise ähnlich, aber es geht um, am Ende geht es um einen anderen Löschungsgrund und die Frage, ob die Marke denn löschungsreif ist. Und ich versuche dich jetzt mal so ein bisschen drauf hinzudrängen, um welche Marke es gehen könnte. Okay. Und zwar geht es um eine Marke für eine Schuhware, die eigentlich eher früher praktischer Natur war, inzwischen glaube ich auch ein echtes Mode-Accessoire ist und eine Schuhware, und die man besonders am Strand viel trägt. Mit dem Sommer zu tun hat. Ja. Sind das Sandalen? Ja. Sandalen mit weißen Socken. Nein. Badelatschen. Es geht nicht um die Adilette, nein. Flipflops. Ja. Ja, da sind wir schon. Okay. Da sind wir schon. Okay. Da frage ich dann direkt, war dir eigentlich bewusst, dass Flipflop eine Marke ist? Nee, ja. Das war mir nicht bewusst. Ja. Das ist so ähnlich wie Tempo vielleicht. Wobei da den meisten vielleicht schon bewusst ist, dass das eine Marke ist, aber man ist so als Bezeichnung für diese Art der Schuhe verwendet, ne? Oder des Taschentuchs. Genau, und ich fange dann mal, du kannst ja gleich ein bisschen weiter spekulieren, in welche Richtung es hier wohl gehen wird, aber ich fange dann mal jetzt wieder chronologisch an. Ja. Und zwar geht es um eine, tatsächlich die deutsche Marke Flipflop, ist als Wortmarke am 23. September 1997 schon angemeldet worden. Und unter anderem für Schuhwaren der Klasse 25. Und genau, die Markendarstellung war so, dass das Flip-Flop angemeldet wurde. Mhm. Als Wortmarke? Oder als Wortmarke, genau. Mhm. Und ist auch damals vom Amt ohne jegliche Beanstandung eingetragen worden. Und auch wie in unserem Mallorca-Malle-Fall ist dann erst viel später dann ein zumindest identifizierbarer Rechtsstreit aufgetreten. Also es mag auch zwischendurch irgendwelche gerichtlichen Verfahren gegeben haben um diese Marke, die nicht veröffentlicht sind. Mhm. Aber es gab ein erstes Verfahren, was ich hier darstellen möchte, das sich vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf zugetragen hat im Jahr 2011. Und da hat der Inhaber der Marke Flipflop versucht, gegen eine Bezeichnung Fitflop. Okay. Ja, das ist hier, ich zeig's dir mal, das war in einer Logo-Darstellung verwendet worden. Ja. Das, was du hier in Grau siehst, das ist rot, aber es, der ganz zentral ist hier die Bezeichnung Fitflop, die auch für Schuhwaren verwendet worden ist. Mhm. Und dagegen ist dann der Inhaber der Marke Flipflop vorgegangen, mit der Behauptung, hier könnte eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke Flipflop und der Marke Fitflop
vorliegen. Heute Zungenbrecher. Genau. Ja, und kannst du dir jetzt vorstellen, wie sich dann eventuell der Gegner dagegen gewehrt haben könnte? Zum einen kann man natürlich da immer argumentieren, zum einen, dass keine Verwechslungsgefahr besteht und zum anderen natürlich, dass, wie du eingangs schon angedeutet hast, die ältere Marke Flipflop nicht rechtsbeständig ist. Mhm. Und zum einen könnte man natürlich argumentieren, dass diese Marke keine Unterscheidungskraft hat. Mhm. Also man ähnlich in die Richtung, in die ich eingangs ging, man das als eine Art Gattungsbegriff für die Art dieser Sandale ansieht und das keinem bestimmten Unternehmen zuordnet, sozusagen, und darin dann sozusagen keinen Herkunftshinweis für das entsprechende Unternehmen sieht. Genau, also darum ging es auch, ne? Wir hatten allerdings, also gibt es da zwei Fälle, die man unterscheiden muss, das ist ja auch ganz wichtig. Wir hatten ja in diesem Mallorca-Malle-Fall, du erinnerst dich, da wurde hinterher geltend gemacht, die Marke hätte eigentlich von vornherein gar nicht eingetragen werden dürfen. Ne? Und das ist ja eine Möglichkeit, es gibt mehrere Möglichkeiten, gegen eine eingetragene Marke nochmal vorzugehen. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, es hätte von Anfang an, hätte das Amt feststellen müssen, es liegt keine Unterscheidungskraft vor oder die Marke ist rein beschreibend und deshalb darf sie nicht eingetragen werden. Ne? Von dem, mit was in der Realität so dann noch passiert, sozusagen. Ja. Ne? Also im Zeitpunkt des Eintragens, ne, wäre dann schon eigentlich klar, genau. Das ist so beschreibend, das ist dann Nummer 1, Nummer 2, je nachdem, ne, dass man sagt, da kann man praktisch gar keinen Herkunftshinweis drin sehen. Ne? Genau. Dann eine weitere Möglichkeit wäre, die spielt aber für den Fall keine Rolle, dass ich auch, wenn eine Marke schon eingetragen ist, viel später noch geltend machen kann. Ich habe eigentlich eine ältere Marke, die früher angemeldet worden ist und zu der diese Marke in einer Verwechslungsgefahr steht, also ne, dass die in den Schutzbereich meiner älteren Marke eingreift. Und auch das kann ich später noch geltend machen. Das spielt aber hier für den Fall gar keine Rolle. Relativen Schutzhindernisse. Genau. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, sich darauf zu berufen, dass eine Marke, die schon eingetragen ist, erst später verfallen ist. Also sie wird dann sozusagen verwässert, indem letztendlich durch die Benutzung sich der Gebrauch der Marke oder der Begriffe irgendwie ändert. Ne? Genau, also da gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Die eine ist halt, eine Marke verfällt ja schon, wenn sie nicht benutzt wird vom Markeninhaber. Genau, stimmt. Ne? Also er muss zwar 5 Jahre erstmal keine Benutzung nachweisen, wenn er aus der Marke vorgeht, aber sobald die 5 Jahre eingetragen ist, muss er, wenn der Gegner bemängelt, dass die Marke nicht benutzt wurde, muss er auch eine Benutzung nachweisen, dass er die letzten 5 Jahre die Marke dann ordentlich benutzt hat, weil bei Marken ist es ja so, wenn man die regelmäßig benutzt, dann kann man die alle 10 Jahre verlängern und es gibt kein Schutzende für eine Marke. Dafür muss man sie auch benutzen, weil sonst soll das Register, also es soll von nicht benutzten Marken dann auch irgendwann bereinigt werden und das soll wieder frei werden für andere. Ne? Deshalb, also bei Flipflop war ich davon ausgegangen, dass benutzt wurde. Die Marke ist nicht nur für Schuhwaren angemeldet worden, deshalb spielt die Nichtbenutzung durchaus vielleicht auch eine Rolle. Aber das ist halt eine Möglichkeit, weshalb eine Marke verfallen kann. Und die andere Möglichkeit, die du schon angesprochen hast, ist, dass die Marke später tatsächlich zu einer sogenannten Gattungsbezeichnung verkommt. Dass sie nicht von vornherein schon beschreibend für irgendeine Ware gewesen ist, aber dass im Grunde im Laufe der Zeit sich die Marke quasi zu einem gebräuchlichen Begriff für diese Ware entwickelt hat. Genau, das ist die eine Voraussetzung. Die andere ist, dass das aber deshalb passiert ist, weil der Markeninhaber untätig geblieben ist. Also weil er irgendwie selber dafür gesorgt, also entweder aktiv dafür gesorgt hat, was aber selten ist, ne? Also dass er selber quasi die immer eine Art verwendet hat, in der man darin quasi nur eine Gattungsbezeichnung sehen könnte. Das ist aber eher selten. Aber dass er halt eben gegen zahlreiche Verwendungen von, also als gebräuchliche Bezeichnung dann gar nicht hinreichend vorgegangen ist. So. Und hier in dem Fall war es halt so, der Gegner, der hat halt in erster Linie erstmal geltend gemacht, die Marke sei halt eben zum Gattungsbegriff verkommen. So. Angemeldet war 1997 schon, okay. Und 2011 ist jetzt der Rechtsstreit, ne? Ich glaube 2010 hat der wohl angefangen und ist aber dann 2011 entschieden worden. Genau, da ist es auch schwierig. Also man hätte natürlich auch überlegen können, ob bei der Anmeldung 1997 die Marke vielleicht auch schon gar nicht hätte eingetragen werden können, wofür tatsächlich auch den einen oder anderen Hinweis hätte geben können. Ja, da, genau, sage ich gleich noch was zu. Okay. Also hätte man durchaus überlegen können. Das
Problem ist, das hatten wir auch in dem Malle-Fall mal, aber nur so nebenbei angesprochen, dass bei der deutschen Marke diese absoluten Schutzhindernisse nur bis zum bestimmten Zeitraum noch geltend gemacht werden können. Da sind wir ja schon drüber hinaus. Da waren die schon drüber hinaus. Also deshalb gab es da wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit, diese deutsche Wortmarke dann noch wegen absoluter Schutzhindernisse anzugreifen, sondern nur die Möglichkeit, sich dann noch darauf zu berufen, dass die nach der Anmeldung halt eben zum Gattungsbegriff verkommen ist. Genau, und das war jetzt auch die Hauptverteidigung oder erstmal Hauptverteidigung, gegen die sich der Beklagte gewendet hat, dass er gesagt hat, die Marke, aus der hier gegen meine Marke oder gegen die Bezeichnung, die ich verwende, vorgegangen wird, die ist eigentlich nicht bestandskräftig, sondern müsste eigentlich, weil sie zum Gattungsbegriff verkommen ist, gelöscht werden. Und hat auch im Rahmen einer Wiederklage quasi auch die Einwilligung in die Löschung verlangt, sodass das auch entschieden wurde. Also einerseits bei der Frage der Verletzung, andererseits bei der Frage, ob die Marke gelöscht werden müsste. Da hat das OEG Düsseldorf aber gesagt, also an diesen Verfall, da sind sehr, sehr hohe Anforderungen zu stellen. Mhm. Also eigentlich ist eine Marke, also an eher die Ausnahme sozusagen. Das ist eher die Ausnahme. Mhm. Und man muss halt wirklich ganz genau sehen, ob jetzt wirklich es nur noch einen ganz unbeachtlichen Teil der Verkehrskreise gibt, die quasi diesen Begriff noch als Herkunftshinweis verstehen. Solange es halt eben dann doch einigermaßen erheblichen Anteil gibt, der darin keine Gattungsbezeichnung sieht, sondern die es tatsächlich mit einem bestimmten Unternehmen verbindet, sind die Voraussetzungen nicht erfüllt. Mhm. Und das OEG Düsseldorf ist dann auch im Ergebnis zu der Auffassung gelangt, dass das nicht hinreichend dargelegt wäre, dass die Marke verfallen wäre. Und zwar hat der Kläger einerseits Unterlagen oder Werbeunterlagen vorgelegt, aus denen erkennbar war, dass die Händler mit entsprechenden Schuhwaren diese Bezeichnung Flipflop immer dann umgangen sind, wenn es sich nicht um Schuhwaren aus dem Unternehmen des Markeninhabers handelte. Also, ne, also wenn Händler in Werbematerialien quasi diese 10 Sandale gezeigt haben, haben die eigentlich immer nur dann Flipflop verwendet, wenn es wirklich vom Markeninhaber stammt und haben sonst eigentlich immer Begriffe wie 10 Trenner, 10 Steg, Sandale, Pantolette oder ähnliches verwendet. Okay. So, und da war dann das Gericht der Meinung, okay, also wenn das halt so verwendet wird, also wenn tatsächlich schon die Händler im Grunde diesen Markenbegriff dann umgehen, wenn es halt eben nicht diesem konkreten Unternehmen zuzuordnen ist, dann wird auch da eine gewisse Übung ersichtlich, dass das halt eben der Begriff tatsächlich nur zum Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verwendet wird. Ja. Und dann hat das Oberlandesgericht Düsseldorf sich dann mit dem... Aber dieses Material hatte eigentlich die Beklagte oder die... Ja, genau, das hatte die Klägerin, also die aus ihrer Marke vorgegangen ist, tatsächlich zur Verteidigung vorgelegt. Ja. Ne, hat da Werbeunterlagen halt vorgelegt und gesagt, hier, da wird doch eigentlich deutlich, dass der Begriff Flipflop eigentlich nur für Schuhwaren aus unserem Unternehmen verwendet wird und in allen anderen Fällen der Begriff ja umgangen wird. Und die Beklagte müsste ja eigentlich irgendein gegenteiliges Material oder eine Befragung oder irgendwas vorlegen. Genau, das hat sie auch gemacht. Okay. Also es gab nämlich die Beklagte, also die sich dann darauf berufen hat, die Marke ist eigentlich löschungsreif. Die hat eine Verkehrsumfrage aus dem Oktober 2009 vorgelegt. Aus der hat sich schon mal ergeben, und das war für das Gericht dann recht entscheidend, dass überhaupt nur 51,1% der Befragten die Bezeichnung Flipflop mit Sandalen oder Schuhen überhaupt in Verbindung bringen würden. Also 2009 war der Begriff offenbar noch gar nicht so geläufig, dass halt eben also fast 50% den Begriff mit Schuhwaren überhaupt nicht in Verbindung gebracht haben. Und da hat das Oberlandesgericht Düsseldorf gesagt, also die strengen Anforderungen berücksichtigend, dass sie gesagt haben, okay, es müsste ein völlig unbeachtlicher Teil der Verkehrskreise sein, die jetzt quasi nur noch damit eine Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verbinden. Und haben gesagt, wenn aber 50% den Begriff mit Schuhwaren gar nicht in Verbindung bringen und sehen dann eine Werbung, wo quasi der Schuh als Flipflop bezeichnet wird, dann sehen die darin eigentlich eine Marke und nicht eine Bezeichnung für diesen Schuh. Also wäre das schon gar nicht mehr erfüllbar, sozusagen. Ja. Wenn so viele damit genau. Können. Also schon das sprach letztlich dagegen, dass quasi, die 50% dazu neigen würden, darin keinen Herkunftshinweis zu sehen.
und hat das Gericht gesagt, okay, da ist jetzt zwar eine Verkehrsbefragung vorgelegt worden, aber das Ergebnis überzeugt uns nicht, dass hier die strengen Anforderungen erfüllt wären. Dann hat die Beklagte hier, also die Löschung betrieben hat, auch noch Bescheide vom DPMA vorgelegt, wo später das DPMA, also das Deutsche Patent- und Markenamt, eine Wortmarke Flip-Flop wegen fehlender Unterscheidungskraft und beschreibender Verwendung zurückgewiesen hat. So, und hat gesagt, ja, damit haben die doch quasi auch zu erkennen gegeben, dass das ein Gattungsbegriff ist dafür, nämlich das waren Bescheide aus 2009, 2010, so gesagt haben, zu dem aktuellen Zeitpunkt hat das DPMA ja durch die Bescheide klar gemacht, dass es sich zumindest jetzt um eine Gattungsbezeichnung handelt. Da hat aber das OLG Düsseldorf gesagt, also einerseits die Beschlüsse seien sehr knapp begründet gewesen und würden jetzt wenig Tatsachen dazu liefern, dass jetzt quasi das Gericht hier zu einer anderen Überzeugung gelangen würde, und hat auch darauf verwiesen, dass DPMA lediglich auf Wörterbücher in englischer Sprache hingewiesen hätte und daraus jetzt keine allgemeine Verkehrsvorstellung jetzt ermittelbar wäre. Und ich finde das an der Stelle auch deshalb eigentlich plausibel, weil die Voraussetzungen sind natürlich jetzt auch etwas andere, ne? Wenn ich jetzt quasi 2009 versuche, die Marke Flipflop anzumelden, dann fehlt die Unterscheidungskraft ja schon dann, wenn halt ein erheblicher Teil der Verkehrskreise darin eine beschreibende Verwendung sieht. Und jetzt wird es eigentlich eine Stufe strenger, sozusagen, genau, die Marke wieder strenger wegzukriegen. Ne? Also wenn die Mehrheit hier in dem Begriff eine beschreibende Verwendung sehen würde, wäre immer noch zu berücksichtigen, dass ein beachtlicher Teil hier einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sehen würde. Das mag dann zwar bei der Eintragung problematisch sein, aber dann jetzt später beim Maßstab der Verwässerung dann sozusagen oder beim Verkommen zur Gattungsbezeichnung würde es dann trotzdem nicht ausreichen. Genau. Also deshalb haben wir eigentlich umgekehrte Maßstäbe sozusagen. Deshalb hat das Gericht hat das auch nicht überzeugt. Damit ist das Gericht dann zu der Auffassung gelangt, die Marke Flipflop können wir als Grundlage für die Markenverletzung nehmen, und ist dann in der weiteren Prüfung, dann wurde geprüft, verletzt denn quasi die Marke Fitflop auch die Marke Flipflop? Ne? Also auf dieses eigene Versäumnis kam es dann auch gar nicht mehr an, weil die erste Stufe war ja schon negativ. Richtig, hat das Oberlandesgericht auch explizit so festgestellt, also hat halt gesagt, ob die jetzt inaktiv geblieben sind, spielt keine Rolle, weil wir ja schon die erste Voraussetzung nicht erfüllt haben, und hat dann mit der Verletzungsprüfung weitergemacht, und da prüft man ja dann die Verwechslungsgefahr, da spielt ja immer eine Rolle, können wir vielleicht auch mal kurz zusammenfassen. Kleine Exkursion. Genau, wann gibt es eigentlich Verwechslungsgefahr zwischen einer Bezeichnung und einer eingetragenen Marke? Da wird dann geguckt, wie ähnlich sind die Zeichen, die sich gegenüberstehen, wie ähnlich sind die Waren und Dienstleistungen, die sich gegenüberstehen, und wie kennzeichnungskräftig ist eigentlich die Marke. Ne? Also wenn es halt eben eine Marke ist, die halt, also zum Beispiel ein Fantasiebegriff ist, dann hat er typischerweise auch von Hause aus eine etwas höhere Kennzeichnungskraft als ein Begriff, der nahe am Schreiben. Weil er kann ja praktisch eigentlich gar nichts beschreiben. Er ist ja an sich von Natur aus ein Fantasiebegriff. Ja. Und Begriffe, die sehr nahe sind an der Beschreibung, die haben dann sozusagen geringere Kennzeichnungskraft. Ne? Genau, und dadurch dann einen etwas engeren Schutzbereich. Also dann, wenn ich eine geringe Kennzeichnungskraft habe, brauche ich eine etwas höhere Zeichennähe oder eine etwas höhere Warnnähe. Auf jeden Fall hat das Gericht hier gesagt, dass Flipflop sogar durchschnittlich kennzeichnungskräftig wäre. Also sind jetzt nicht mal dazu gekommen, dass das unterdurchschnittlich ist. Könnte man vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber hat gesagt, die Waren sind identisch. Also es geht jeweils um Schuhwaren. Und die Zeichenunterschiede hat das Gericht auch als sehr gering angesehen. Also dass es da von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen ist und hier erfolgreich die Verwendung der Marke Fitflop untersagt wurde. Also die Zeichenähnlichkeit ist sehr gering? Genau. Okay, aber trotzdem... Die Zeichenunterschiede sind sehr gering. Die Unterschiede sind sehr gering. Zeichenunterschiede sind sehr gering. Ja, ja, ja. Genau. Also dass sie gesagt haben, die sind halt... Also es war im Wortanfang, was ja immer auch eine größere Rolle spielt, also eher vielleicht, wenn im Wortanfang Unterschiede sind, was gegen eine Verwechslungsgefahr sprechen könnte oder gegen eine hohe Zeichenähnlichkeit. Aber was hier schon auch eine Rolle spielte, war, dass es phonetisch auch sehr nah dran ist. Das ist Bitte auch immer so, wenn man es bei der Aussprache auch leicht überhören könnte. Also es hat das Gericht jetzt so nicht unbedingt begründet, aber das so begründen die Gerichte in anderen Fällen durchaus Entscheidungen. Also wenn man phonetisch sich auch einfach verhören könnte, dann spricht da auch viel für eine hohe Zeichenähnlichkeit. Genau. Und
da hatte dann der Inhaber der Marke Flipflop Erfolg gehabt. Was jetzt vielleicht nochmal ganz interessant ist, da ging es nämlich um diese Wiederklage, ob die Marken gelöscht werden können. Ne? Also einerseits war das eine Einrede gegen die Verletzung, aber andererseits wurde auch der Antrag gestellt, die Marken zu löschen. Und unter anderem wurde die Klage auch auf eine EU-Marke gestützt, die dann auch Gegenstand dieser Wiederklage und des Löschungsantrags war. Und bei der EU-Marke spielte dann doch auch eine Rolle, dass der Beklagte hier vorgetragen hätte, dass das in Großbritannien, was ja damals noch Teil der EU war, es sich sowieso schon seit Jahren um eine Gattungsbezeichnung handelt. Also schon seit den 70er Jahren. Und das ist wohl auch so. Also dass in Großbritannien der Begriff schon länger halt eben als reine Gattungsbezeichnung verwendet wird. Da hat das Gericht aber gesagt, da ist der Vortrag eigentlich widersprüchlich. Also es mag sein, dass das so ist. Aber wenn ich jetzt nur den Verfall geltend mache, das heißt, ich sage halt, die Marke hätte nach der... eintragungsfähig, aber genau, dann nicht mehr, sei infolge der Untätigkeit des Markeninhabers zur Gattungsbezeichnung verkommen, dann ist, wenn ich dann vortrage, dass die vorher schon Gattungsbezeichnung war, ist das eigentlich widersprüchlich. Deshalb müssen wir es jetzt auch gar nicht prüfen, weil das auch ein ganz anderer Gesichtspunkt ist. Dann hätte man nämlich nicht sich auf Verfall berufen müssen, sondern auf ein absolutes Schutzhindernis, also sagen müssen, und das wäre bei der EU-Marke wäre das möglich gewesen, wie wir aus dem Malle-Fall wissen. Bei der EU-Marke hätte man auch dann noch zu dem Zeitpunkt geltend machen können, die hätte wegen fehlender Unterscheidungskraft gar nicht eingetragen werden können. Aber das war dann wohl zwischendurch mal Gegenstand auch des Angriffs, aber wurde dann nach mündlicher Verhandlung zurückgenommen. Also als das Gericht entscheiden musste, hatte der Beklagte gar nicht mehr geltend gemacht, dass halt eben auch die fehlende Unterscheidungskraft schon bei Anmeldung vorgelegen hätte. Okay. So, und genau, dadurch, also was dann eben auch ganz interessant ist, also ich kann jetzt so einen Verfallsantrag eben nicht damit begründen, dass es von vornherein schon eine Gattungsbezeichnung war. Ne? Ja, das war der erste Fall. Ja. Jetzt kommt der aktuelle Fall. Okay. Und zwar hat die ganze Sache dann erstmals im letzten Jahr wieder das Landgericht Frankenthal beschäftigt und jüngst das OLG Zweibrücken in zweiter Instanz. Und Ausgangspunkt war hier dann aber eine direkte Löschungsklage gegen die Marke Flipflop. Das heißt, also es geht hier um einen anderen Kläger. Der Kläger war hier wohl... Also es geht jetzt nicht um Berufung oder Ähnliches. Neues Verfahren. Neues Verfahren, okay. 10 Jahre später. Aber hier war Kläger dann auch der, also hat selbst behauptet, er sei Marktführer überhaupt in dem Bereich. Also kommt, glaube ich, auch aus dem Ausland. Ich glaube, Brasilien oder so war das. Also zumindest, genau, der ursprüngliche Inhaber sei halt Marktführer in dem Bereich, hat er behauptet. Und den hat es natürlich gestört, dass er in Deutschland ein Hindernis hatte, den Begriff Flipflop als Gattungsbezeichnung zu verwenden. Und hat dann einen Antrag bei Gericht auf Einwilligung in die Löschung der Marke gestellt. Also das, was beim OLG Düsseldorf schon im Wege der Wiederklage Gegenstand war, war jetzt hier der Hauptgegenstand der Klage. Und hier ist es dann so weit gekommen, dass das Gericht zur Klärung der Frage, ob die Marke Flipflop zur Gattungsbezeichnung verkommen ist. Also es hat sich durchaus auch was geändert in der Verkehrswahrnehmung in 10 Jahren. Und das Gericht hat hier dann ein Sachverständigengutachten selber eingeholt im Wege der Verkehrsbefragung. Und bei dem Sachverständigengutachten ist... ich sage noch eine Sache vorher. Ja. Und zwar auch das Landgericht Frankenthal hat halt gesagt, die Anforderungen an die Löschung der Marke wegen Verfalls, also wegen Verkommen zu einer Gattungsbezeichnung, sind sehr, sehr hoch. Also insoweit in die gleiche Linie wie das LG Düsseldorf zunächst. Okay. Genau. Und hat auch vor allem gesagt, also die Fälle, bei denen sowas eintritt, sind typischerweise die Fälle, wo es eigentlich um so eine Pioniermarke geht, ja, also das quasi, oder ein Pionierprodukt, was in den Verkehr gebracht wird, was halt im Grunde einen Markenbegriff hat und dass da natürlich relativ schnell passiert, dass dieser Begriff dann zu einem Synonym für diese Ware keine werden Bezeichnung kann. Gibt für diese Ware und dann orientieren sich alle an diesem ersten Markennamen. Ja, sozusagen. Also da gibt es zum Beispiel, also was häufig eben auch in diesem Zusammenhang mit dem Verfall wegen Verkommen zu einer Gattungsbezeichnung häufig als Beispiel genannt wird,
wird, aber eigentlich keine Beispiele waren, wo eine Löschung erfolgreich war, ist zum Beispiel Tempo, wie du schon sagtest, oder Walkman, ja. Mhm. Also wo man halt eben in kürzer Zeit mit großem Aufwand eine Marke echt populär macht und eigentlich, ne, weil es dieses Produkt vorher noch nicht gab, ist halt dann, also der Begriff dafür, dieser Markenbegriff eigentlich fast zum Synonym für diese Ware wird. Mhm. Genau, und deshalb hat das Landgericht Frankenthal da schon festgestellt, dass natürlich meistens ein erhebliches wirtschaftliches Interesse des Markeninhabers da besteht. Deshalb müssen die Hürden halt sehr hoch sein, ja, weil dann also die Löschung der Marke halt eben zu massiven wirtschaftlichen Nachteilen führen kann, dass eigentlich dann, sag ich mal, die Marke typischerweise so bekannt ist, dass sie eigentlich einen größeren Schutzbereich haben müsste. Also es ist ja so, bekannte Marken haben ja meistens einen sehr viel größeren Schutzbereich. Hohe Kennzeichnungskraft, genau. Und dann, wenn aber ne, das dann umschlägt, ist auf einmal der Markenschutz halt komplett weg. Und hat eben auch festgestellt, dass es eben ganz typisch ist, dass auch solche Markenbegriffe schon als Synonym für die Waren verwendet wird, obwohl die Verkehrskreise eigentlich wissen, dass das mit einem bestimmten Unternehmen verbunden wird. Ne? Also genau, das heißt, es kann durchaus koexistieren sozusagen, ne, dass man das so nennt, aber alle eigentlich wissen, dass, also es stellt nicht jetzt jeder Tempo her, sondern das ist diese eine Marke und die anderen heißen halt irgendwie anders. Ja, und deshalb sagt das Landgericht Frankenthal, da muss man schon ganz genau hingucken, also ne, dass wir jetzt hier nicht so einen Fall haben, wo eigentlich jeder weiß, hängt mit einem bestimmten Unternehmen zusammen. Aber trotzdem wird es irgendwie auch als Synonym verwendet. Mhm, ne? Und spätestens das ist aber dann so der Fall, wo der Markeninhaber auch wirklich tätig werden sollte, ne? Ja. wenn er feststellt, dass das so passiert. Genau, aber dann hat das Landgericht Frankenthal ein Sachverständigengutachten eingeholt. Und dabei kam erst einmal heraus, dass in dem Jahr 2021 der Begriff Flipflop sich enorm verbreitet hatte. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das damals beim OLG Köln tatsächlich auch eine repräsentative Verkehrsbefragung war, war es jetzt so, dass hier, also es wurden einerseits Fachkreise befragt, also Schuh-Einzelhändler, als auch Verbraucher befragt, ne, die halt diese Schuhwaren kaufen und benutzen. Und bei Fachhändlern kam heraus, dass halt der Begriff Flipflop im Zusammenhang mit Schuhwaren 95,3% bekannt war. Ja, und bei den Verbrauchern waren es halt je nachdem, wie man die Verkehrskreise, also, ne, also waren das, genau sind das jetzt befreit, welche, die potenziell Schuhe kaufen, die besonders gerne Schuhe kaufen und so weiter. Das wurde dann so ein bisschen differenziert. Mhm. Da waren es aber so circa, also je nachdem, wie man das, die Verkehrskreise zusammengesetzt haben, waren es 90%, der Begriff mit Schuhwaren ein Begriff war. Also so. Nahezu jedem. Nahezu jedem. Aber in beiden Fällen war es so, dass die wenigsten der Befragten es dann aber mit einem bestimmten Unternehmen verbunden haben. Bei den Händlern waren das wohl, also da ist so ein bisschen, also lässt sich für mich, weil ich das Gutachten hier nicht sehen kann, sondern die Begründung des Gerichts, ist mir nicht hundertprozentig klar, wie ich die Zahlen einschätzen sollte, aber es wurde ein Kennzeichnungsgrad von 23,3% angenommen. Das heißt, also bei den Händlern wurde dann wohl angenommen, dass 23,3%, ne, die zwar gesagt haben, ich kenne die Marke Flipflop im Zusammenhang mit Schuhwaren, auch gesagt haben, ich ordne die einem bestimmten Unternehmen zu. Also von diesen 90% oder 95% sagen dann. Ja, ob das jetzt von den 100%, ja, also am Ende hat man so gesagt, so 23,3%. Und die das aber dem Unternehmen des Markeninhabers zuordnen, das seien dann nur noch 14% gewesen. Mhm. Wobei mir bei der Befragung auch nicht klar war, ist das jetzt eine Korrektur, also dass quasi die anderen 9% quasi das einem anderen Unternehmen zugeordnet haben oder es einfach nur nicht zuordnen konnten. Ja, aber also, weil das, dann würde man es im einen Fall rausrechnen, im anderen nicht. Ne? Ja, aber auf jeden Fall war auch hier schon, also sehr viele kannten es. Mhm. Und aber es gab halt deutlich weniger, die das quasi halt als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden haben. Also man hat schon so 70%, die dann denken, das ist eigentlich ein freier Begriff für diese Art der Schuhe. Sozusagen. Genau. Der Einzelhändler dann, der Fachkreise. Ja. So. Und dann viel deutlicher wurde es dann noch bei den Verbrauchern. Da wird's ja noch extremer. Die dann natürlich quasi, die wissen ja nicht, wo der Händler jetzt die Schuhe kauft und die sind wahrscheinlich noch ein bisschen erfahrener sozusagen, aber der Verbraucher, da war es am Ende so und da wurde es auch ein bisschen klarer in dem Urteil, dass erstmal 6% angegeben hätten, sie würden es mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung bringen
Und dann gab es aber so viele Fehlzuordnungen, also dann wird ja dann gefragt, welches Unternehmen bringst du eine Verwendung? Und dann haben dann einige noch dann das falsche Unternehmen gesagt, sodass man eigentlich nur gesagt hat, also 4% sind eigentlich relevant. Sind relevant. Also 4% bringen das halt eben mit einem bestimmten Unternehmen und eben nicht dem falschen Unternehmen in Verbindung. Und da waren es aber dann noch 1,5%, die es dann auch noch mit dem richtigen, also explizit das richtige Unternehmen genannt haben, in Verbindung gebracht haben. Also wobei wohl auch ausreichte, dass man dann gesagt hat, welches Unternehmen ist das denn? Und man gesagt hat, ja, das Unternehmen Flipflop. So, dann wurde das auch denen zugeordnet. Und bei dem Ergebnis hat dann das Landgericht Frankenthal gesagt, also das ist jetzt, also trotz der sehr, sehr hohen Anforderungen haben wir hier dann doch mal einen Fall, der da reinfällt. In dem dieser Begriff Flipflop zur Gattungsbezeichnung verkommen ist, weil es wirklich ein nur noch unerheblicher Teil, also da reicht es dann eigentlich auch aus, dass einer der angesprochenen Verkehrskreise hier die Verbraucher halt eben besonders niedrig werden. Also Werte. Effektiv hat man ja dann nur diese 4% Verbraucher, ne? Genau, die das noch einem bestimmten Unternehmen. Also 96, die das so nicht als Marke ansehen würden. Ja, wenn man kann immer noch überlegen, die 10%, die es gar nicht kannten, hätte das OEG Köln natürlich eher denen zugeschlagen, die... Achso, genau, die könnte man höchstens noch, aber okay, ja. Aber 4% von denen, die das Wort kennen, die sehen daran sozusagen keine Marke mehr. Mhm. Ja, klar, also irgendwann, klar, selbst strenge Anforderungen, wenn man sie noch strenger ansehen würde, dann wäre es irgendwann nur noch 1-2%. Ja. Aber ja, machen wir weiter. Also das Landgericht Frankenthal musste dann noch sich die Frage stellen, ist das denn jetzt zur Gattungsbezeichnung verkommen, weil der Inhaber da selber aktiv dafür gesorgt hat, dass es dazu gekommen ist. Hat aber keine Rolle gespielt. Es ging jetzt eher auch hier um die Untätigkeit. Und da hatte auch der Kläger in dem Fall auch viel recherchiert, also wie viel verwenden eigentlich schon in gängigen Plattformen Flipflop, ohne dass da offensichtlich gegen vorgegangen wird. Und die Beklagte konnte dann zwar so ein bisschen vortragen, dass Verteidigungsmaßnahmen gemacht haben, aber da war zum Beispiel im Jahr 2014, gab es dann wohl nur 6 Verwarnungen, die da ausgesprochen worden sind gegen Verletzer. Und da meint das Gericht, naja, wenn man einerseits sieht, wie viel das wohl Verhältnis auch im großen zu dem, Umfang. Wie viel man hätte verwarnen können, sozusagen. Ja, also es wurden wohl keine adäquaten Maßnahmen getroffen, um das jetzt wirklich zu unterbinden. Dann hat das Landgericht Frankenthal die Löschung der Marke oder beziehungsweise angeordnet, dass die Markeninhaberin in die Löschung der Marke einwilligen musste. Dagegen ist dann die Markeninhaberin in Berufung gegangen. Und das ist jetzt der aktuelle Fall, OEG Zweibrücken. Ja. Das ist aber dann tatsächlich relativ schnell entschieden worden. Also, und zwar gibt es die Möglichkeit, wenn Berufung eingelegt wird, prüft das Berufungsgericht dann erstmal, sind wir, das ist dann Senat mit 3 Richtern, sind wir eigentlich der Meinung, dass die Berufung ganz klar keinen Erfolg hat. Und dann kann die Berufung auch ohne mündliche Verhandlung abgewiesen werden. Da muss dann vorher ein Hinweis gegeben werden und das hat tatsächlich das Gericht auch gemacht. Also hat der Beklagten, der Markeninhaberin hier den Hinweis gegeben, dass sie schon der Meinung sind, dass das, was jetzt zur Begründung der Berufung vorgetragen wurde, sie jetzt nicht besonders überzeugt hat, aber sie schon sehr überzeugt hat, wie das Landgericht Frankenthal die Sache entschieden hat. Es gab dann, wurde dann noch irgendwie vorgetragen, der Sachverständige sei befangen. Da war das Gericht dann aber der Meinung, das können wir hier in der Berufungsinstanz jetzt auch gar nicht mehr entscheiden, dass jetzt in Erstinstanz entschieden werden muss. Und es gab jetzt eigentlich nicht viel Neues. Und das Oberlandesgericht Zweibrücken war aber der Meinung, das andere wäre, also es wäre gut begründet worden, dass die Marke tatsächlich verfallen ist. Die Erfolgschancen sind so gering, dass man eigentlich gar nicht weitermachen muss, sozusagen. Genau. Ein Punkt, der nochmal aufgegriffen wurde, den habe ich jetzt auch gerade noch vergessen beim Urteil des Landgerichts Frankenthal, weil es tatsächlich in der Begründung keine große Rolle gespielt hat. Die Marke Flipflop war nicht nur für Schuhwaren geschützt, sondern auch noch für alle möglichen anderen Waren. Und der Antrag war eben nicht nur auf Verfall gestützt, also Verfall wegen Verkommen zur Gattungsbezeichnung gestützt, sondern eben auch Verfall wegen Nichtbenutzung. Der anderen Nicht-Schuhmarken. Genau, da ging es dann irgendwie Waren aus Kunststoff, Halbfabrikate aus Kunststoff und so weiter. Da hat das Landgericht Frankenthal wohl das nicht detailliert begründet, dass in sich der Waren da die Nichtbenutzung sehen würden. Da hat sich das OLG Zweibrücken aber dann doch zu erklärt, dass der Vortrag dann trotzdem noch fortgelten würde. Und im Ergebnis wurde dann halt eben angenommen, halt für Schuhwaren ist zur Gattungsbezeichnung verkommen, wo es eventuell benutzt wurde, aber für alle anderen Waren
muss es auch gelöscht werden, weil da eine Benutzung nicht hinreichend nachgewiesen wurde. Ja, auf den Hinweisbeschluss konnte zwar die Beklagte nochmal vortragen, aber das hat das Gericht dann auch nicht überzeugt. Und dann wurde die Klage oder die Berufung auch zurückgewiesen. Und inzwischen habe ich dann auch im Register festgestellt, ist der Verzicht eingereicht worden, also entsprechend dem Urteil. Und also offenbar hat die Beklagte, also die Markeninhaberin, dann nochmal versucht, eine Zulassung der Revision zu erreichen. Das ist aber auch abgelehnt worden. Und jetzt ist die Wortmarke Flipflop in Deutschland gelöscht. Ah ja. Ja. Spannende Sache. Ja. Ja, das hätte ich gar nicht gedacht. Also sowohl, dass Flipflop eine Marke war, dann bin ich ja sozusagen wieder auf dem aktuellen Stand. Ja, achso, das wusste übrigens, da fällt mir auch noch ein, spielt da auch eine Rolle für das Landgericht Frankenthal, dass die es auch nicht wussten. Also die haben gesagt, wir kennen zwar Flipflop, aber uns war, bis wir dieses Verfahren hier geführt haben, nicht bekannt, dass das eine Marke ist. Und das spielte für die auch eine Rolle, dass sie sagen, wir gehören ja auch zu den Verkehrskreisen und sehen das auch so, aber klar, brauchten die trotzdem noch das Sachverständigengutachten. Ja. Zusätzlich, ja. Ja, ja. Nee, da sieht man mal, klar, mit der Eintragung der Marke ist noch nicht alles getan, ne? Genau. Also nicht nur Benutzung, sondern auch insbesondere bei diesen, wie du es genannt hast, Pionierprodukten, ne? Ist es durchaus ratsam, auch zu schauen, was machen die anderen, ne? Und, ja, also genau, wenn man so eine Marke hat, aber das machen sicherlich so die Inhaber der Marken Walkman, Tempo, die werden sich schon sehr darum kümmern, dass sie nicht verfällt. Aber vielleicht, also so eine Marke, die ja so ein bisschen interessant geworden ist jetzt im Zuge auch der Corona-Pandemie und viel besprochen wurde, war ja die Marke Webinar, der vielleicht ein ähnliches Schicksal drohen könnte, was man so liest. Okay. Aber das ist an mir vorbeigegangen. Ist ein anderes Thema. Nee, da gibt es tatsächlich auch eine eingetragene deutsche Marke. Okay. Und als dann in der Corona-Pandemie viele Fortbildungsveranstaltungen oder sonstige Veranstaltungen dann unter Webinar angeboten worden sind. Gab es auf einmal viele angebliche Verletzungshandlungen. Ja, genau. Und auch da sind wohl Verfallsanträge anhängig. Ah, ja, okay. Ja, also insofern, aber die Fälle sind wirklich selten. Also, ne, also die klassischen Fälle, die man erwähnt, sind meistens dann doch die Fälle, wo die Inhaber so tätig waren, dass sie nicht verfallen ist. Aber das ist jetzt hier tatsächlich mal ein Fall, wo das sich so realisiert hat. Wobei man aber hier auch sagen muss, ob das jetzt wirklich der Pionier war, ist doch eher zweifelhaft, weil eher so quer reingerutscht sozusagen. Genau, hatten wohl damals festgestellt, dass in Deutschland kein bekannter Begriff war und hat dann den Gattungsbegriff aus anderen Ländern hier mal als Marke angemeldet, was durchaus, ich meine, kann man natürlich überlegen, ob das vielleicht bösgläubig ist, aber ansonsten gibt es dann natürlich jetzt auch keinen Hinderungsgrund, so etwas zu tun. Es war wohl auch ursprünglich eine Triathletin, die Marke angemeldet hat, aber dann auf den jetzigen Inhaber später übertragen hat. Ja, aber ob man vielleicht sogar sagen könnte, die hätte damals schon nicht eingetragen werden können, weiß man nicht. Aber wie wir aus dem Malle-Fall wissen, ist das ja immer ganz schwer, das sind ja jetzt auch schon weit über 20 Jahre, da noch festzustellen, was war damals jetzt die Verkehrsauffassung. Das ist ja kaum möglich. Und deshalb gibt es ja auch diese 10-Jahres-Frist für die Löschung in Deutschland. Ja. Aber nichtsdestotrotz zeigt es natürlich so ein bisschen, dass die Portfoliopflege auch später nicht ganz unwichtig ist. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Fall. Vielleicht bringen wir dann nochmal ein Update zum Webinar oder so. Schauen wir mal. Ja, wenn der Fall dann irgendwann mal erschienen wird, wird das sicherlich auch interessant sein. Ja, sehr schön. Vielen Dank für den Fall, Reinhard. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir hören uns in ein paar Wochen wieder, wenn es wieder heißt CF Podcast, genau mein Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter kohaus-florak.de/blog.